Hey ihr Freundinnen und Freunde von unterirdischen Geheimlabors, willkommen zurück zu Phobia St. Lindner Hotel. Wobei das jetzt wenig mit einem Hotel gemein hat. Okay, es muss irgendwo einen Weg reingeben. Vom EDV-Zentrum, da wo ich... Ja, da kann ich nicht rein. So. Ach hier kann ich jetzt rein, alles klar. Gott, ich habe jetzt ja... Oh oh. Da eine. Ich habe jetzt ja fast den zweiten Schlüssel schon gehabt. Ah, ein Schraubendreher, sehr gut. Sehr gut, damit kann ich vielleicht das Sicherheitstor hinten aufmachen. Kumpel, stehst du auf? Ne, da wurde glaube ich da gesplattet. Okay. Kein Problem. Hier war überall zu, da war auch nichts mehr, oder? Ist hier noch irgendwas? Könnte der Kellerzugang sein, aber... Da geht ja nichts hier. Steht ja echt ein Tower ohne Monitor rum. Das sind diese berühmten PCs, die ohne Monitor funktionieren. Ja, schön wär's. Ohne das, wenn ich was in mein Gehirn anschließen könnte und ich bräuchte dann keinen Monitor mehr, das wäre richtig gut. Ja, vielleicht auch nicht so gut, wenn jemand in meinem Gehirn rumfuscht. Auf einmal da ein Bug drauf ist oder so. Oder ein Virus. Nicht so cool. So, jetzt gehen wir erstmal dahinter, wo diese kaputte Tür war. Heidenei, es ist halt so viel Rumgerenne hier. So, da hinten ist die kaputte Tür und das können wir aufschrauben mit dem Schraubendreher. Mal gucken, was hier dann passiert. Kann ich da irgendwas manipulieren? In einem Wimmelbildspiel hat das jetzt nicht funktioniert, weil dann bräuchte man einen Kreuzschraubendreher und keinen Blitzschraubendreher. 100 Pro, ich sag's euch. Das passt. Nee, das passte. So. Das müsste auch alles stimmen. Nee. Das stimmt jetzt. Das war richtig. Das ist richtig. Gut. Hab, glaube ich, die Tür repariert. N3 ist natürlich zu. Was ist das denn? Ein Servermodul. Okay. A20. Warte mal, was? Du müsst hier zum Wegwerfen. A21. Verstehe nicht so ganz. Ist das falsche vielleicht? Das Servermodul hier. Hey. Ich hab irgendwie ein bisschen Bubble bei den Geräuschen. Aber ihr seid ja da, da bin ich nicht ganz so alleine. Doch bin ich. Quatsch denn da so? Okay.
Darum-Modul A19. Das ist das Richtige? Alles klar. Defektes Servermodul. Okay, war es das jetzt? Oder ist immer noch was kaputt? Hoffentlich geht es jetzt nicht wieder kaputt. Nee, komm, bitte, bitte. Jawohl. Sehr gut. Das kann man so eine Karte zu generieren, oder? Perfekt. So, schmeißen wir das mal weg hier. I still don't have the level 3 card yet. Ach echt? So, warte. Zack, so. Was brauchen wir hierfür? Karte stornieren. USB-Stick. Den brauchen wir aber noch. So. Ich habe 9 Bandagen, also 9 große. Auch wohl nie wieder was. So, wie viel passen da rein? 6 Stück? Ja. Der Colt, der kommt erstmal weg. Ich bin ganz happy mit der Shotgun. Jetzt hier durch. Immer noch nicht. Wie doof. So. Also hier rein. Nochmal. Nee, eigentlich nicht. Auf einmal reicht, dann kann ich da vorne wenigstens durchlaufen, wenn ich jetzt in eins rein kann. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Davor brauche ich wahrscheinlich da die letzte Karte. Warte mal, kann ich jetzt hier nicht rein in das Labor? Hier? Doch. Ja. Wie dieser friendly reminder, dass ich hier was machen kann mit der Kamera, ne? Die Tür dicht, oder wie? Ist das etwa noch ein... Ah, geil, noch ein Modul für meinen Platz. Ist ja fähig. Ah ja. Obwohl sich die körperliche Gesundheit des Jungen tatsächlich bessert, wird deutlich, dass etwas Seltsames in seinem Geist geschieht. In letzter Zeit spricht er nur noch selten oder gar nicht mehr. Ich höre ihn dann nur etwas sagen, wenn sein Vater sich im Zimmer befindet. Oder nur dann etwas sagen, wenn sein Vater sich im Zimmer befindet. Aber auch dann ist die Sprache undeutlich und verzerrt. Auch sein Verhalten insgesamt scheint sich zum Schlechteren zu verändern. Erst gestern, als ich wegen seiner täglichen Behandlung zu ihm hinunterging, fand ich ihn brüllend und wild nach Favero schlagend vor. Es kostete uns beide unsere ganze Kraft, ihn in seinem Bett festzuhalten. Ich habe versucht, ihm ein Beruhigungsmittel zu spritzen, aber die Nadel ist an seiner Haut abgebrochen. Ich bin mir nicht sicher, wie weit Davi den Jungen noch treiben will. Es ist aber wahrscheinlich das Beste, wenn wir versuchen, ein Beruhigungsmittel zu entwickeln, das wir einsetzen können, wenn er wieder derart außer Kontrolle gerät. Ah, sehr schön. Oh, da ist wieder ein Safe. Oh, eben nicht. Er hat nochmal so einen Kelch in der Hand. Ihr Faul, bitte. Aha, weil ich den Schlüssel dabei hab. Warte. E, Pi und dieses A. Jo.
Revolver. Hm, 10 Punkte habe ich. Die Nachladezeit gar nicht so schlimm. Nee, komm. Nochmal, hier gibt es doch bestimmt noch was. Kann ich in die Mitte laufen? Ah, er hält den Kelch diesmal nicht in der Hand. Okay. Boah, so komme ich durch. Ja, seht ihr, deswegen habe ich den Wagen dahin geschoben. Ja, ich wusste doch, dass von der Seite einer kam. Sind auf einmal ein bisschen stärker, kann das sein? Ein Buch. Was ist von der Zukunft zu erwarten? Also, bei der Zukunft hier nicht so viel Gutes, glaube ich. Sicher haben wir alle beim Heiligen Pfad verrückte Augenblicke erlebt, aber was Davi jetzt mit seinem eigenen Sohn macht, schlägt ihm fast den Boden aus. Er besteht darauf, Achilles' Behandlung über das notwendige Maß hinaus fortzusetzen. Am Anfang ging es noch um Leben und Tod, aber jetzt? Davis wahnhafte Versuche, aus seinem Sohn das perfekte Wesen zu machen, haben Achilles in ein Monster verwandelt. Sein ganzer Arm ist zu einer riesigen Klaue mutiert, es ist furchtbar. Also ist das Davis. Ja, also Davis. Ja, Davis Sohn. Der Junge hat keine Emotionen mehr und auch kein Gewissen. Außerdem ist er unermesslich stark geworden. Hätten wir nicht das Gas 320 entwickelt, um ihn im Schach zu halten, wer weiß, wie viele von uns der Junge bislang getötet hätte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein einziger Wunsch ist es, diesen ganzen Wahnsinn aufzugeben und zu gehen, aber ich weiß, was mit jenen geschieht, die den Heiligen Pfad verlassen. Und mit ihren Familien. Ich werde dich nicht in Gefahr bringen. Ich werde tun, was getan werden muss. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bueno. A claw for a hand? So, that thing does have a weakness. I have to find a way to get my hands on this gas 320 stuff. It's my only chance of fighting that thing. Ja. Aha. Code generieren. Gut, dann kriege ich jetzt die Karte Stufe 3, wenn es nicht irgendwie wieder abbricht oder so. Oh nein, kein USB. Achso, gut. Das ist nicht schlimm. Ich dachte schon, es ist wieder irgendwas falsch. Hast du dazugelernt? Sehr gut, ich bin so stolz auf dich, Roberto. Bin so stolz auf ihn. Dass das Ding aber auch so spät erkennt, dass kein USB-Drive drin steckt. Ja. Sehr gut. Der ist sehr gut. Was ist denn? Ein altes Foto. Speicherstand gefunden. Okay. Oh, guck mal da. Alles klar. Ist halt nur da, wenn man die Sicht an hat. Hey, warte mal. Hier war ich doch schon mal, oder? Nee. Nee, war ich nicht. Das hier. Wow. Oh, come on. Do you ever fucking give up? Ich komm später nochmal her. Shit. There has to be another way. Willst du mich verarschen? Na kleiner. So, da war er herkam jetzt bestimmt raus.
dachte, ich würde hier verarschen. Ich find's hier nicht weiter. Oh, was sind wir hier? Ach ja! Bleibst du? Noch zum Profi. Guck mal, zack. Drin ist er. Was? Hä? Versteh's nicht. Die Deckung? Ah, okay, die Deckungsgleichen. Okay, also ich verstehe das nicht. Warum auf einmal so ein Minigame? Gib, gib, gib. Jetzt habe ich eigentlich überall Zugang. Ich wollte den Kerl aber gerne zerquetschen unter den Dingern an der Decke, diese Stangen. Geht das noch? Vielleicht kommt er ja nochmal und greift mich an. Wer bist du? So. Nee. So, noch irgendwas, was ich brauche? Revolverkugeln, ja. Nutze ich vielleicht später die Kugeln. Hallo? Und nicht mehr raus jetzt. Jetzt hier raus. Okay. Mehr zurück jetzt. Das ist doof. Aber Hauptsache der Blödmann ist tot. Der will ich doch gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Der kommt wieder. Hier bitte. Geht gar nicht auf, Mann. So, Freundchen, dann lasse ich dich mal in Ruhe, ja? Mal hochgehen. Ja, gar nichts. Ich hoffe, das war es jetzt nicht bald. Ich will den Colt nochmal testen, Leute. Wie bitte? Ich habe Zugangsstufe 3. Du machst hier dieses Bip-Bip. Ja, auch.
aber nicht nett. Okay, langer Tunnel, warte erstmal runter. Oha. Jetzt 5? Ne, wieder nur 1. Also warte, ich glaube, ich nehme den Colt mal mit und lasse die Pistole stattdessen hier. Weil Platz ist ja nicht gerade so großartig bei mir jetzt aktuell. Muss er noch ein bisschen warten, mein Kumpel. Und ich werde vorher nochmal speichern gehen, glaube ich. So. Das ist ein komischer Zufall, dass die Tür dann ausgerechnet in dem Moment Zufall nicht mehr aufgehen. Nehmen wir die mal mit. Den Revolver nehmen wir mit und die Kugeln. Ja, hier haben wir noch einen Platz frei, ne? Kamera kann ich aber noch mit C, oder? Nee. Okay. Jetzt sind mal gespeichert. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, jetzt sind wir die Kamera auch wieder mit C. Ach man. Ist doch blöd. Jo. 6 Schuss passen rein. Na gut, jetzt aber. Gehe ich da runter. Obwohl der Colt gar nicht so krass aussieht als Waffe, oder? Also standardmäßig. So eine Standardpistole. Oder Standardrevolver halt, ne? Aber nicht so ein Großkaliber. Also nicht 38er, sondern 356er. Im Magnum. Okay, was ist das hier? Ach, wisst ihr noch, das sind die Zellen vom Anfang. Da, wo er das Tagebuch versteckt hat. Leider kein Schlüssel, verdammt. Unmaniac. Ach Mist. Ja, ich brauche wohl Schlüssel. Hier vielleicht dann in den Spinden. Nicht aufgehen. Oh, der geht auf. Und nur die 3. Schade. Da geht nichts. Oh, super. Ein paar mehr Plätze gehabt. Immer noch eine kleine Tasche. Das wäre so super jetzt. Universal Transformer A. Ja, und jetzt? Nur 0047, nee, kann es nicht sein. Nee, kann es auch nicht sein. Nee. Stephanie. Auber. Ist die vielleicht? Siebte Etappe. Nee, das sind die. Nee, das kann nicht sein. Nee, steht auch kein Code drauf. Hä? Habe ich da irgendwann mal einen Text gefunden? Kann mich nicht erinnern. Ich habe gesehen, wie Stephanie durch die riesige Tür gegangen ist, aber ich komme nicht hindurch.
Sie verbirgt wirklich etwas, daran besteht kein Zweifel. Jedes Mal, wenn ich daran denke, dass ich ihr vertrauen kann, kommt etwas Neues hinzu, das das Gegenteil beweist. Soll ich das wirklich tun? Geht nicht weiter. Gas 320. Irgendwas muss hier noch sein. Aha. Natürlich. Ach nee, ist es nur ein Bonus? Das ist hier nur ein Bonus. Eine Tasche. Geil, es gibt echt so viele Felder, wie ich dachte. War das? Okay. Bestimmt schon welche übersehen. Ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Kann nichts sein hier. Ja, wie gesagt, ich habe leider keinen Schlüssel für die Zellen. Und auch sonst habe ich keinen Code oder so dergleichen. Aber wir wissen ja vom Anfang, dass er hier auf jeden Fall was drin versteckt hat. Hä? Was? Googeln? Interessant. Aha. Name Zhao Luis, in Gefangenschaft, 6.5.1960, Hotel St. Dienfner, Spionage. Heute Morgen haben wir in einer Abstellkammer diesen Kerl entdeckt. Er hat versucht, sich zu wehren, aber wir konnten ihn überwältigen. Das ist das erste Mal, dass es jemandem außerhalb des Heiligen Pfades gelungen ist, unsere Einrichtung in diesem Ausmaß zu infiltrieren. Das kennen wir ja schon, den Text, ne? Da ist verstorben. Was? Da ist Bericht, 7.5.1960. Wir haben dem Spion ein Notizbuch abgenommen. Aha. Der Mann soll eliminiert werden und auch das Notizbuch soll vernichtet werden. Der Gefangene ist noch immer bewusstlos. Wir fanden seine verstümmelte Leiche in... ja, Statusbericht. Es scheint, als sei der Spion irgendwie entkommen. Wir fanden seine verstümmelte Leiche in einem der Gänge außerhalb der Zelle. Möglicherweise hat Achilles ihn erwischt, nachdem er heute Morgen aus der Sicherheitskammer ausgebrochen ist. Darüber hinaus ist das Notizbuch des Spions nicht zu finden. Wir werden alle Unterkünfte der Mitglieder durchsuchen, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Verräter innerhalb des Heiligen Pfades gibt. Status ist verstorben. Position des Notizbuchs unbekannt. It's that missing investigator from the articles. Poor bastard. His notebook is still missing, huh? Well, it's gotta be around here somewhere. I have to find it. So. 18. September 1960 ist heute. Also damals. Aha. Da sind sie doch. 4 und 5. So. Was blinkt der da so schön? Was siehst du mal? In der Vergangenheit sieht man es natürlich. Ich will auch sowas, das ist voll cool. Also auch, dass man, dass ich in der Vergangenheit könnte mir Sachen einfach schnappen, die da rumliegen. Wie geil ist das, oder? Das ginge, Mensch. Könnte man fast alles machen. Ja gut, außer es sind nur bestimmte Sachen, die man sich nehmen kann. Eine Rose. Speicherstand, okay. Und hier ist der Stein. Wir wissen das natürlich, ne? Sehr gut. Notizbuch. Ich noch gut erhalten dafür, dass es hier so feucht ist. Aha. April 16. 1960. Das St. Dinfner Hotel ist recht gemütlich. Du wohnst im Raum 310, ganz am Ende des Korridors von Block A.
Überall befinden sich Schilder, die auf den Heiligen Pfad hinweisen. Die Menschen hier scheinen Christopher zu verehren, selbst nach 15 Jahren nach seinem Tod. Sie nennen ihn einen Propheten, manche nennen ihn sogar Meister. Wir müssen weiter untersuchen, ob der Heilige Pfad für alle Anomalien in Trestrias verantwortlich ist. Trestrias Gazette. Oh, ich muss gleich Schluss machen, Leute. Feierliche Eröffnung des St. Dinfner Hotels, 23. Juli 1931, 17. April 1960. Bei neuesten Erkenntnissen zufolge wurde das Hotel auf einer alten Kohlemine errichtet. Eine sehr eigenartige Geschichte. Angeblich verschwanden alle Minenarbeiter eines Tages einfach so. Bis heute gibt es keine Erklärung dafür, warum oder wie das passiert sein könnte. Ich suche derzeit nach weiteren Informationen. Es heißt, dass das Verschwinden der Bergarbeiter mit dem Mord an Christopher zusammenhängt. War es Rache? Ich bin mir bei all dem immer noch nicht sicher. Der nächste Schritt ist, selbst mit jemandem vom Heiligen Pfad zu sprechen. Und nächstes Mal geht's weiter, Leute. Ich gehe erstmal speichern. Oh, ich habe mir auch noch Notizen gemacht. Die Menschen erforschen diesen Ort schon seit langer Zeit, aber es scheint, dass alle, die hierher kamen, für immer geblieben sind. Dieses Notizbuch enthält zahlreiche wertvolle Informationen. Gut, dass der Ermittler es versteckt hatte, bevor es zerstört werden konnte. Ja, wie gesagt, ich gehe speichern und nächstes Mal sehen wir uns hier wieder. Lasst mir gerne ein Like auf die Folge und kommentiert was Nettes. Und bis dann mit St. Dinfner Phobia. Tschüss.